Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Kingdoms Evolved. Das Zuckerrohr wächst überhaupt nicht. Und hier die Dinge auch nicht. Ich habe einige Zeit gewartet, aber naja. Müssen ja noch ein bisschen Geduld haben. Mit dem Zaubertisch. Naja, das Portal kann ich dann noch machen. Jo. Ordnen wir das mal richtig an. Okay. Ja. So, Dille. Wir brauchen ein Schwert. Eine Schaufel haben wir. Brauchen wir sonst nichts. Mach ich mal alles wieder. Fichtenholzbretter. So, ein Schwert. Und ja, das reicht. So. Ja, bauen wir weiter, oder? Ins Neffe. Ja, ich muss sowieso ins Neffe. Dann gehen wir jetzt schon mal ins Neffer. So, ich möchte aber das ein bisschen weiter weg machen. Ach so, dass wir ein bisschen geschützt sind. Da auf dieser Insel. Ja, hier. Hier ist gut. So, dann. Okay, dachte schon. Das wäre wieder irgendwas Fehlerhaftes. 3. So. Okay. Das Portal steht. Haben aber kein Feuerzeug. Machen wir einen schönen Weg dorthin. So, also ein Feuerstein bitte. So, das Feuerzeug haben wir gecraftet. Und ja, jetzt mache ich das wieder hier rein. Wir brauchen Platz. Jetzt gehen wir in den Nether. Mit dem Biome Supplenty Mod sieht er auch ganz anders aus. Je nachdem, welches Biome dann im Nether vorherrscht. So. Und go. Wir müssen noch tiefer. Achievement unlocked. Na, Landschaft wird heruntergeladen. Aber lange. So. Oha. Ah, hier hat es überall Fleisch. Es ist ein bisschen offen, also ungeschützt. Na gut. Wenn Gas kommt, dann muss ich einfach abhauen. So sehen wir. Da oben hat es Skorpione. Da will ich jetzt aber nicht unbedingt hin. Bei euch ist es schon lukrativ dort oben. Ich will ja nur leveln. Deshalb lieber Quarz abbauen. Runter. Hier hat's noch. So. Und hier.
Glowstone bringt keine Level. Da ist irgendwo ein Wetter. Ein Gast jetzt. Auf der Minimap ist er nicht. Ah, doch. So schräg, dann gehen wir in diese Richtung. So. In diese Richtung. Gehen ab kurz zum Glowstone. Das riskieren wir. Schön viel Glowstone mitnehmen. Da können wir sehr gute Lampen und alles Mögliche draus machen mit den Mods. Schisteln. Jo. Und jede Form. Und das finde ich so cool. Man kann ganz winzige Lampen machen mit einer Leuchtkraft eines großen Blockes. Das ist krass. Der Gas ist wieder weg, oder? Einfach gerade ruhig. Prima. Wir schleichen über den Soul Sand. Können wir auch noch ein paar mitnehmen. So, dele. Und jetzt noch hier nach oben. Diesen Glowstone mitnehmen. So, dann haben wir das. Jetzt noch ein bisschen. Schön. Sehr gut. Haben wir alles? Ja, ich denke. Ja. Ich brauche schon noch ein paar Level. Das ist jetzt zu wenig. Also 30 will ich erreichen. Weil das Schwert, die Spitzhacke unter Level 30 zu kräften. Ist eigentlich ein bisschen Verschwendung. So, hier haben wir auch. Und der Gas ist wirklich weg. Das ist sehr gut. Ja, ist denn nicht zu sehen? Das ist ein Schweinemensch, der nicht so gut sichtbar ist. Ein bisschen durchsichtig ist. Die sind meistens weit entfernt von der Höhe aus. So. Schon Level 19, also es geht schnell. Haben wir ein bisschen zu tun. Und haben dann ganz viel zum schönen Haus zu bauen. So. Haben wir noch? Also es geht so schnell, das bringt es eigentlich nichts, das zu überspringen. Ich habe schon gedacht, ja, ich will es lieber überspringen, aber sonst würde man ja nicht Minecraft schauen, wenn es nicht auch ein bisschen Farming wäre. So. Oh, der Gas ist irgendwo. Ich schau mal auf der Map. Ist irgendwie nicht zu sehen. Ja, gehen wir wieder zurück. Gegen den Gas können wir eigentlich noch nicht so kämpfen. Hm, da
Da ist das Fleisch. Da haben wir noch ein bisschen Quarz. So. So eine richtig coole Quest über den Nether machen. Ein Diablo-ähnliches Monster. Der Witter. Der Witterking. Werden wir es schaffen? Ja, wir schaffen das. So, hier haben wir noch ein bisschen besser erreichbares. Ja, wir müssen da nach oben. Da. Hört ihr das? Das ist nicht gerade ein guter Ton. Das erinnert mich an den Feuertempel Todesberg aus Ocarina of Time von Zelda. Ich war noch sehr jung damals. Waren 98, 11 Jahre alt. Und ich war sehr emotional. Also ich hatte von jedem Klang eigentlich so ein bisschen das nicht die Angst, aber das Grummeln, also so ein bisschen die, ja, einfach die gute Auffassungsgabe hat mir da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann habe ich das so extrem gehasst, dort zu sein in diesem Feld. Aber vor allem die Hymne, die war extrem Valero des Feuers. Ach ja, schade, dass Zelda nicht mehr das ist, was es einmal war. Der neue Titel ist mir wirklich nicht so geil. Es war ein richtig gutes Spiel, hat aber mit Zelda nicht mehr viel zu tun. Ist das eine neue Musik? Die gibt es hier gar nicht im Neffe. Von Vanilla. Wo war das Portal? Vorne irgendwo. Mist, ich habe keinen Waypoint gemacht. Ja, das ist gefährlich hier. Ich sollte irgendwo anders hin. Aber es war ganz in der Nähe von diesen Waben. Hier drauf. Was ist das? Ein Wolf und ein Skelett. Ritter. Es war hier irgendwo. Ach so ein Mist. Es muss hier sein. Okay. Wir laufen mal ein bisschen. Ist das giftig? Nein, das ist einfach Wasser aus dem Nette. Können wir mal mit dem Eimer mitnehmen. Aber wir haben ja einen voll. Oh, da ist noch ein Fest. Ah, da drüben ist es. Wir sind doch sogar ein bisschen zu weit. Dann gehen wir auch mal in die nette Festung, wenn wir verzaubert haben. Aber ich möchte noch kurz eigentlich die Levels schaffen. Gehen wir mal kurz einen Waypoint machen und dann nochmals überall Quarz suchen. Was war das? Ist das das Deep Spawn? Das ist irgendwie so eine Ratte mit Feuerschwanz gewesen. Okay. Ja, da ist es. Da ist ja die Ratte wieder. Das Biome so plenty. Okay. Oh. Nein, nein, nein. Nicht wieder ein Ghast. Okay, dann gehen wir zurück. Ich kurz Waypoint machen. Spawn. So. Gehen wir zurück. Und ja, Level noch ein bisschen in der Form wird. Ah, zwar ist es schon gefährlich da.
Ich bräuchte einen Bogen, aber ich bin nicht gut im Abschätzen, wie schnell der Pfeil auf den, also dass die Pfeil Reichweite sozusagen, bis er einfach so zu Boden fällt. Fisch! Fisch! Ein Ei. Hecht. Kot. Ist Kot Hecht? Nein, oder? Was ist ein Kot? Kot ist doch Call of Duty, oder? Der Call of Duty Fisch. Ballert um sich herum mit dem Sperma des... Oh, nein. Also dann... Ja. Quarzblöcke machen. So. Wir könnten den Boden aus Quarz machen. Ist das nicht ein bisschen zu prunkig? Ja, ja. So. Glowstone brauchen wir sonst nicht. Alles zu Ding machen. Saphir. Saphir Block. Ist ja zu nichts nütze. Ja, ja. Also, jo. Versuchen es auf jeden Fall noch kurz. Sonst eigentlich zum Leveln kann ich auch auf leicht stellen, oder? So ein guter Kompromiss. So. Ja. Nein! Oh. Oh. So, Dele. Kohle bringt auch Level. Nein. Geht's noch? Wo kommen die Creeper her? Ist doch ausgeleuchtet. So. Kohle könnten wir gut gebrauchen. Jetzt kommt also wirklich die Animation wahrscheinlich, weil wir durch ein Portal gegangen sind und die Monster überall spawnen. So, eine Ratte, die aggressiv ist. Ja, wir haben hier überall noch nicht ausgeleuchtet. Oh, noch einer. Doofbewohner Zombie. Was ist jetzt mit dem? Dachte schon, du wirst nicht angreifen. Fällst einfach runter. So. Siebenundzwanzig. Hier haben wir wieder Kohle. Es gibt leider nicht ganz so viel. Ja, sehr wenig. Schade. Müssen Gas geben. Kann den Party ja wieder ein bisschen länger machen. So. Eigentlich müsste ich runter zum Redstone und zum Lapis Lazuli, aber naja. Mal ein bisschen ohne Licht. Dass die Gegner spawnen. Runter. Da ist nichts. Da oben haben wir noch eine Spinne. Die Fäden können wir gut gebrauchen. Ja, toll. Ein Werwolf. Können wir mal ausprobieren, ihn zu töten. Nein, es geht nicht.
verschwinde. Das ist nervig, wenn man ihn nicht töten kann. Nicht verletzen kann. Das ist mal richtig kacke. So, Dele. Da nach oben. Ah, da ist nichts. Hier gespawnt nichts. Da ist noch ein Eingang. So. Ja, ich gehe wieder in den F. Ach, Sonnenmist. Also ehrlich. Das ist ein Rotz. Ah, jetzt sind wir wieder am Anfang, ne? Boah! Was macht ihr denn dort? So. Jetzt muss ich schauen, wo wir nach oben gegangen sind. Da. Da oben. Was ist das? Ein Strauch. Hier ist nicht so viel. Schade. Ja. Also müssen wir noch zwei Level machen im nächsten Part. Und dann verzaubern. Ah. Es ist wahrscheinlich auch Nacht. Wir könnten das noch in diesem Part schaffen. Außer wir haben ein paar Dinge sprengen. Ein bisschen Landschaft sprengen vom Kriebe. Ja, toll, hast du es nicht einsam können. Gut. Da hat es Kriebe irgendwo. Muss ich aufpassen. Zombie. Ja, das ist unterirdisch. Jetzt kommen dann die Zombies überall her. Nicht? Keine Zombies in der Nähe. Ha! Umso einfach. Aber so weniger gut für das Level. So. Wenn wir jetzt auch Felden haben, können wir noch ein paar Reisen machen im nächsten Paar. Es geht so langsam. Ich dachte schon, du wärst am explodieren, aber du bist so blöd und gehst hinter dem Busch, sondern vor dem Busch. Hallo Ziege. Darf ich ein bisschen kosten? Was? Du hast nichts Fleisch? Das geht gar nicht. Das ist unerhört. Dusty Miller. Was ist das für ein Name? Jetzt noch ein Level. Ha.
Ich sammle Köpfe. Drei Köpfe. Und der, den ich trage. So. Da haben wir noch einen Zombie. Ha! Ohne getroffen zu werden. Da haben wir überall Spinnen, das ist gut. Wir brauchen so viele Fäden für Reusen, also für Fischfutter. Das ist gut. So, Delle. Da haben wir noch einen Zombie, der langsam herangeschwommen kommt. Salz. So, oder? Oh. Eine Spinne, die mich überrascht. Ja, jetzt können wir langsam zurückgehen. Das Skelett ist da drüben, gut. Dann mal noch kurz das Ding nehmen. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Garten hier. So, Udele. Dann kommst du dran. Fertig hier. Ich brauche Level. Noch ein Mob. Komm schon. Ja, da hat's zwei. Bevor es genug hell wird, dass die Zombies vernichtet werden. So, das Geräusch hat's angekündigt. Toll. Gib mir Leder. So, dann gehen wir zurück. Was gibst du, Raccoon? Raccoons sind für mich immer Diebe. Schnell töten. Aber sind so niedliche Tiere. Süße Tiere. Wie viel Creeper kommen noch? Hey, es ist schon lange Tag. Was ist denn los? Die wollen alle noch kommen zur Party des Schwertes. Schnitzelparty. Schnitzelparty. So. Also, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Dragbottle. Tschüss.